Hallo, ich bin Anita Hornling. Ich bin Spezialistin für Psychophysiognomik und seit 20 Jahren mit dieser Methode des Gesichterlesens unterwegs als Berufs- und Lebensberaterin und ich unterrichte sie auch. Ich habe ein Lehrbuch dazu geschrieben, ein Kartenset entwickelt und jetzt ist mein neuer Online-Kurs Psychophysiognomik Face Reading Gesichterlesen lernen zu haben. Und darüber möchte ich kurz mit dir sprechen. Wenn du also Lust hast, Talente, Begabung, Charakteranlagen auch im Gesicht zu erkennen, dann kann ich dir diesen Kurs wärmstens empfehlen. Du lernst also ganz viel über dich selbst dabei und natürlich auch in den Gesichtern deines Gegenübers zu lesen. Ob du das privat nutzt für dich, um in einer Lebenssituation bessere Entscheidungen für dich treffen zu können, ungeahnte Talente in dir zu entdecken, die dich weiterbringen, oder ob du beruflich Ambitionen hast, deine Kunden, Klienten besser einschätzen zu können, verstehen zu können. Egal, die Psychophysiognomik ist für alle ein gewinnbringendes Tool, um sich weiterzuentwickeln und bewusster zu werden mit sich selbst und seiner Umgebung. Und deswegen lade ich dich ein, jetzt gleich mal reinzuschnuppern. Im Anschluss gibt es nämlich Ausschnitte aus dem Bonusmaterial des Kurses. Und zwar zwei Analysen, zwei Live-Analysen, die über 2 Stunden dauern. Und ein paar Spotlights habe ich für dich zusammengestellt. Und wenn du weitergehen willst, dann klicke dich durch zum Trailer. Und in diesem Kurstrailer erfährst du, welche Inhalte in diesem Kurs vermittelt werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich auf ein Wiedersehen. Liebe Lisa, schön, dass du da bist hier bei Vertrau dich. Ich freue mich, dir jetzt in dein Gesicht schauen zu dürfen und ein Vertrau dich Persönlichkeitsprofil mit dir zu machen. Und zwar ist unsere Grundlage die Psychophysiognomik, die Lehre vom Zusammenspiel von Seele und Körper. Und ich möchte jetzt mit dieser Methodik möglichst viele Charakteranlagen, Talente, Begabungen von dir benennen und natürlich auch mit dir besprechen. Okay. Ich sehe an deiner Nase, dass du einen recht breiten Nasenrücken hast. Da kann man so einen Finger drauflegen, ne? Und das heißt auch körperliche Belastbarkeit. Weil der Nasenrücken ist mit unserem restlichen Knochenbau so in Beziehung zu setzen. Und das heißt, da ist auch Bewegungsenergie. Das heißt, dein Körper kann echt was wuppen. Also du kannst, auch wenn du jetzt wirklich in der Empfindungsenergie ganz stark unterwegs bist von deiner Wahrnehmung her, aber du kannst auch mal beim Umzug helfen. Ne? Ja. Ja. Ne, ohne dass du danach völlig unter der Tür durchgehst. Ja, läuft, genau. Und dieser kleine Höcker hier, den du auch hast, das ist der Kuschelhöcker. Der Kuschelhöcker. Ja, das heißt, körperliche Nähe ist willkommen. Du kannst das sehr gut und kannst das gut zulassen, gut genießen und es ist auch ein Bedürfnis. Ja, das stimmt. Ja? Das hat mir sehr gut auf Reisen gefallen, in den Ländern, wo das mehr gang und gäbe ist als in Deutschland. Ah, ja. Alles, was im Ohr ist, ist letztendlich auch... tut unserer Seele gut, ne? Deswegen sollte man das leben. Du hast auch neben dem guten Klangempfinden auch ein Musikverständnis, also auch eine Musikalität und auch Interesse an Musik. Das sehe ich auch an deinem Oberohr. Kannst du damit auch was anfangen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist eine große Leidenschaft, die aber lange schläft schon. Also wir dürfen das wirklich auch entscheiden, was wir auch wann in unser Leben lassen. Aber wichtig ist, dass wir mal kennen, was wir haben. Wenn manche Talente ewig schlummern, dann melden sie sich auch. Und dann muss man auch denen Gehör oder Raum geben im Leben. Sonst führt das auch zu Unzufriedenheit. Mhm. Ja. Auch das kann eben so ein Trigger sein, ne? der Menschen auch zu mir führt, weil ich dann auch oftmals erkennen darf, okay, was will denn jetzt auch mal dran? Ne? Mhm. Und was hat die ganze Zeit schon geduldig gewartet? Ja. Ich sehe an deiner Nase noch, Lisa, dass du auch wirklich auch mal vor Leuten sprechen kannst, ohne dass du ganz schlimmes Lampenfieber hast. Du hast eine freie Atmung, das sehe ich an den ausgestellten Nasenflügeln, die auch wirklich Luft durchlassen durch die Nasenlöcher.
dass du das kannst. Passt natürlich auch zum Darstellungsvermögen. Ja? Schon mal ausprobieren? Ja, ja? Also ich habe gar kein Problem, Leute anzuleiten, Gruppen anzuleiten, von ja, Menschen zu sprechen. Das macht mir auch Spaß. Ja, sehr schön, Lisa. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht, dich anzuschauen und dir ein paar Impulse zu geben. Und ich hoffe, ich habe dich auch ein bisschen für diese Methodik bewerben können. Sehr, ich finde das ganz spannend und habe eigentlich Lust, jetzt noch viel, viel mehr darüber zu erfahren. Liebe Ariane, willkommen hier bei Vertrau dich. Ich freue mich, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast für diese Analyse innerhalb des Online-Kurses Face Reading, Gesichter lesen. Jetzt gehe ich mal ins Detail in dein Gesicht und werde mal schauen, was mich da so anspringt. Es gibt eine kleine Ecke hier oben in deinem Haaransatz. Das ist der kritische Denker, die Zweifler-Ecke, so nennen wir das in der Physiognomik. Also du bist schon auch ein kritischer Geist und nicht jetzt gutgläubig und man kann dir nicht alles erzählen. Du wirst auch das abprüfen, was ich dir jetzt erzähle. Das ist auch gut so. Aber es ist wichtig, dass der Zweifler nicht in Selbstzweifel abdriftet. Ja? Wenn das zu viel wird, dann dürfen wir da auch ein bisschen diese Begabung in Schach halten. Kennst du den kritischen Geist in dir? Ja. Sehr gut. Ja, gut. Und macht der Halt vor deiner eigenen Person? Ja, da darfst du jetzt ein bisschen. Also, der kippt schon mal. Deine Ohren sind größer als deine Nase, liebe Ariane. Und das bedeutet, du bist mutig, risikobereit. Und das ist eine sehr, sehr starke Kraft. Und mit dieser Seelenkraft, auch weil sie im Ohr ist, die wollte ich dir jetzt zum Schluss auch nochmal bewusst machen, ne? Weil die eben auch wirklich da ist. Und das geistige Zögern, das Reflektorische ist angesichts dieser kraftvollen Ohren eigentlich gut zu handeln, wenn du dir dessen bewusst bist und dich da auch drauf besinnst. Das ist schon total aufregend und auch sehr interessant. Und zwischendrin denke ich immer, oh Gott, ich kann das gar nicht alles behalten, weil man natürlich so viele Informationen bekommt. Was ich total schön finde, ist, dass da mal so viel Positives bei ist. Also ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der dauernd sagt, oh, ich bin so geil, also ich bin so cool und ich kriege alles irgendwie hin und so. Also man kriegt alles irgendwie hin, aber dann bin ich doch eher der Zweifler und ich finde es eigentlich mal schon schön, dass jemand, der mich gar nicht kennt, Dinge in mir sieht, manche Dinge weiß ich, manche Dinge vermute ich, manche Dinge sind mir gar nicht bewusst. Und das dann so zu hören, tut auch total gut, muss ich sagen. Also da war ich jetzt so gar nicht drauf vorbereitet, dass mich das so positiv mitnimmt und dass es einfach so gut tut irgendwie. Also ich war am Anfang auch sehr angespannt und dann merkte ich irgendwie, wie ich immer ruhiger und so mich auch sicherer fühlte, weil ich so das Gefühl habe, nee, das ist total gut und es fühlt sich gut an und dafür danke ich dir natürlich für dieses schöne Gefühl auch jetzt gerade. Und aber es sind natürlich viele Sachen da, wo ich mich auch wiedererkenne und denke, ja, das ist auch manchmal natürlich eine Gabe, aber manchmal auch eine Last. Genau, das finde ich auch das Schöne, dieses, dass du sagst, das ist so jetzt eine Aufnahme und das kann in einem Jahr anders sein, weil man immer so denkt, man ist so festgefahren in allem, wie man ist und was man tut und dass man da gar nicht mehr rauskommt. Aber dass man das, also das weiß ich ja auch eigentlich, dass ich das in der Hand habe oder dass man Dinge verändern kann. Aber wenn einem nochmal jemand sagt, so, das ist eine Momentaufnahme, das kann in 2 Jahren anders aussehen, beruhigt es schon auch. Ja. Also auch wenn es viele positive Dinge waren, aber dass man denkt, okay, da kann man ja auch dran arbeiten. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, liebe Ariane, vielen Dank für das schöne Feedback. Das freut mich, dass du dich wohlgefühlt hast, dass du dich einlassen konntest und ja, dass ich dir Impulse geben konnte auch für deine Lebensführung, für deine Selbstwertschätzung und ja, für dein Selbstmanagement, ne, und eben auch für die Freiheiten sensibilisieren, die du hast auch. Hast dich hier sehr geöffnet und hast uns alle jetzt auch schauen lassen und diese Methodik ein Stück transparenter gemacht. Und ja,
ich bin sehr dankbar, dass ja, deine Freundin dich hier hingeschickt hat und dass wir uns hier so schön verbinden konnten. Mhm. Vielen Dank, ich wünsche dir alles, alles Gute für dein Leben, ja, und dass du das tust, was deinem Herzen und deinem Inneren gut tut. Und in diesem Sinne, alles Gute. Vielen Dank, ja auch. Alles Gute.